So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen. Wir sind immer noch in Nürnberg und wir stehen hier vorm Chili's. Ja. Was ist das? Ist das Schafe? Das ist sonst was? Das ist eine mexikanische Bar, mexikanisches Restaurant. Alles mit dabei. Mexican Restaurant und Bar. Wir können das mal rumdrehen, euch mal hier das Schild zeigen. Da steht nämlich Chili's. Ganz groß dran. Und ich bleibe einfach in der Mitte stehen, da passiert nichts. Ja. Da wollen wir mal hin, das haben wir gestern schon gesehen. Pupsi hat gesagt, da können wir ja mal essen. Und da gibt es auch Burger, alles drum und dran. Da gibt es auch einen riesengroßen, fetten Burger, einen XXL-Burger. Mit dreimal Bacon, dreimal Cheese, dreimal Beef, also alles dran. Und ich habe auch auf der Karte gesehen, da gibt es Pitcher. Ich weiß nicht, man kann ja ein Bier bestellen, man kann ein kleines Bier bestellen, man kann ein großes Bier bestellen. Das, manchmal ist das 0,3, manchmal ist das 0,4, manchmal ist das 0,5. Und hier gibt es Pitcher mit 1,5 Liter. Ja? Da gab es auch verschiedene. Ich habe mich jetzt für das Zirndorfer Landbier Pitcher entschieden. Für 9,90 Euro. Ich weiß nicht, wie das serviert wird, wie das dann kommt. In einem Kanister, ja, in einem Container, keine Ahnung. Pupsi wollte einen Schnitzel nehmen. Ich diesen XXL-Burger, das Bier im Pitcher, Pupsi noch Milchshake, Pupsi noch, keine Ahnung, die muss immer 10 Sachen gleichzeitig nehmen. Und Pupsi sitzt schon am Tisch, ich werde jetzt mal rüber zu ihr wurschteln. Bestellt ist, Essen ist auch gleich da. Und dann gucken wir mal, was das Chili's kann. Restaurant, mexikanisches Restaurant und Bar. So, das Essen ist angekommen und nicht nur das Essen, sondern auch das Bier. Ne? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie es heißt. Ein Pitcher. Was ist ein Pitcher? 1,5 Liter. Guckt euch das an. Das ist ein Pitcher. Das ist ein Bierglas. Und das ist ein Pitcher. Auch aus Glas. Vergesst mal eure komischen Karaffen oder wie das alles heißt. Ihr habt hier einfach einen Pitcher, so groß, dass ich ihn kaum heben kann. Mit dem guten Zirndorfer Landbier. Das ist hier Zeit zum Bestellen, Halbzeit, Vollzeit, da ist sogar noch mehr drin, als drin ist. Hier habt ihr sogar den Burger, also dreimal Bacon, dreimal Cheese, dreimal Beef, Pommes dazu. Hier drüben habt ihr bei Pupsi, die hat sich ein Schnitzel bestellt mit Pommes. Einfach Wiener Schnitzel? Ja. Mit Krautsalat. Ja. Ihr wisst, Pups und Milchshake. Milchshake, Krautsalat, Wiener Schnitzel, so muss das aussehen. So, Pupsi, du kannst schon mal essen. Ich versuche jetzt mal mit einer Hand hier beim Bier einzuschenken. Oh mein Gott. Eigentlich kann man sich das doch direkt in den Mund füllen. Jetzt schäumt es ja wirklich die ganze Zeit. Das macht man eigentlich mit zwei Händen, würde ich dazu sagen. Beziehungsweise wir können sie auch einfach nehmen und so mit dem Mund trinken. Das machen wir jetzt auch mal ganz kurz, ohne dass das jemand sieht. Einfach ein Pitcher auf die dicken Brust. Oh. 9,90 Euro übrigens für den Pitcher. Was mir auffällt, ein bisschen Mayo oder Ketchup für die Pommes wäre noch super gewesen. Ansonsten habt ihr hier eben diesen fetten Burger. Ihr seht, ihr könnt das hochheben. Da ist wirklich zwischen den Fleischscheiben, also zwischen dem Beef, jedes Mal wieder Bacon drauf. Hier habt ihr Fleisch, Bacon, Fleisch, Bacon, Fleisch, Bacon. Hier unten drunter habt ihr noch Zwiebel, Salat, Tomate, alles am Start. Den werden wir jetzt erstmal aufschneiden, erstmal probieren. Ich glaube nicht, dass wir den in die Hand nehmen. Moro der Starke war eben noch da. Aus der Pokémon-Gruppe, wenn ihr den kennt. Musik ist auch am Start. Jetzt stelle ich euch mal irgendwie so hier rüber. Guckt euch das an. Ein XXL-Burger. So. Bier hat sich abgesetzt. Ich glaube, ich muss noch mal einen Schluck nehmen von der Riesenkaraffe. Von dem etwas irgendwas. Dann tropft alles runter aufs Bein, auf den Schoß. Weil das so gut gekühlt ist, ja. Das war kein Bier, das war Wasser. Kühlwasser aus dem... Ja genau, wir wollen jetzt erstmal eine Pommes probieren. Du hast ja sicherlich dieselben Pommes wie ich. Da muss man da nicht drüben testen und hier. Also bei dem anderen Burgerhaus hat man Pommes auf jeden Fall.
die sehr knusprig und gebäckmäßig waren. Die schmecken eigentlich jetzt wie Pommes, die ich eigentlich überall habe. Schmeckt ein bisschen so nach Fritteuse. Haben irgendwie trotzdem einen Bacon-Geschmack außenrum, vielleicht weil die zu nah an dem Bacon jetzt gelegen haben. Sind ein bisschen salzig, geht aber noch mehr. Ich glaube, die wollen ja auch nicht zu salzig machen. Ist auf jeden Fall für Pommes vollkommen okay. Lieber salziger als die erste. Wir müssen jetzt aber unbedingt mal den Burger probieren. Schneiden hier mal was ab. So. Einmal hier am Rand und alles fällt runter. Jetzt habe ich von den dreimal Beef gerade mal zweimal Beef an der Gabel, aber viel Käse. Das Fleisch ist auf jeden Fall durch. Irgendwie außen, aber auch etwas trocken. Ein bisschen krustig und trocken. Vielleicht zu durch. Und gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen salzig. Ja? Klar würzt man das natürlich, das Fleisch, aber ich finde das ein bisschen zu salzig. Vielleicht ist das aber auch nur das Ganze, was von dem Bacon runterkam, auf den Burger drauf. Und deswegen ist jetzt dieses Beef so salzig, weil der Bacon alles nachgesalzen hat. Mir fehlt irgendwie gerade aber irgendwie eine Soße oder sowas. So ein schöner Krautsalat wäre wahrscheinlich passend dazu, der es noch ein bisschen frischer macht. Ansonsten ist es halt eine fette Mahlzeit. Eine sehr fette, fleischige Mahlzeit. Aber etwas salzig, etwas trocken, etwas krustig und ansonsten halt auch bei den Pommes jetzt nicht wieder was, nicht irgendwas dazu großartig. Dafür habe ich ja 1,5 Liter Bier, damit ich das alles runterspülen kann. Das Fleisch passt natürlich trotzdem, kann man essen, aber ich glaube, ich fand den bei Pain Vanilla irgendwie köstlicher. Der war saftiger, der war frischer. Aber da war ja auch nur eine Scheibe Fleisch drauf. Was will man also erwarten, wenn man sich 10 Packungen Fleisch hier draufknallt? Da muss man mit sowas rechnen. Ich bin eigentlich nicht so dieser Fleischfanatiker, aber wenn es um große Portionen geht, gucke ich natürlich doch mal nach. Es ist also genau das, was es sein soll. Aber eigentlich nicht das, was ich jetzt unbedingt immer essen muss. Trotzdem, fürs Video mache ich das gerne mal zum Testen. Jetzt haben wir auch genau 3 Ladungen Fleisch. Würde ich sagen, esse ich das jetzt in Ruhe auf. Und ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramses. So, ich muss mal noch einen kleinen Einwurf machen. Und zwar war gerade ein Kollege da, hat gefragt, ob alles super ist, ob alles in Ordnung ist. Da habe ich ihm das gesagt mit den Pommes. Und da hat er uns natürlich extra jetzt hier 3 Päckchen Mayonnaise mitgebracht. Ne? 3 Päckchen Mayonnaise, 3 Päckchen Zitrone. Zitrone, Ketchup. Einfach für die Pommes, dass sie nicht so trocken sind, das ist auf jeden Fall wunderbar. Ich habe jetzt aber mal Pupsis Schnitzel auch probiert und das schmeckt halt nach nichts im Prinzip. Also Pupsi sagt, das hätte ein bisschen würziger sein können. Schmeckt halt so nach Panade und weißem Fleisch, ohne Geschmack großartig, aber innen drin, mir fehlt da irgendwas. Also die hätten da ruhig an dem das Fleisch ein bisschen mehr würzen können oder überhaupt würzen, weiß ich nicht. Vielleicht machen die das auch immer so. Das ist vielleicht so, wie die das machen, oder es ist heute was anders, weiß ich nicht. Ist ja das erste Mal für uns, während wie gesagt der Burger an sich sehr, sehr salzig ist und vielleicht da beides nebeneinander stand. So, das würze ich jetzt. So, was habe ich jetzt gewürzt, weiß ich nicht. Ach, ich würze einfach nochmal das und dann hat es bei dem einen gefehlt, bei dem anderen war es zu viel. Aber ich habe noch einen Lifehack und zwar hat Pupsi ihre Zitrone liegen lassen, beziehungsweise habe ich ihr die vom Schnitzel geklaut. Das möchte ich jetzt hier an mein Bier packen, damit es dann ein schönes Zitrusbier wird. Deswegen packen wir das hier oben rein. Guckt euch das an. Schön mit Zitrone. Und dann den Ober rufen und sagen, Herr Ober,
warum ist mein Bier so trüb? Und dann musst du es nicht bezahlen, ja, das sind die Lifehacks. Nein, egal, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramses. Mal gucken, wie weit wir essen, mal gucken, wie weit wir es schaffen. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich vielleicht nicht ganz aufessen werde. Pupsi auch nicht. Oder dass wir es auch einfach nicht einpacken lassen werden, weil später dann nochmal essen bringt in dem Sinne dann ja auch nichts. Man hat ein bisschen Hunger, das heißt, man wird sich was reinprügeln, aber war jetzt nicht ganz so der Bringer, sag man mal, ja. So, ich muss mich trotzdem nochmal kurz zurückmelden, auch wenn ich jetzt keine Haare mehr habe. Pupsi hat auch eben gesagt, sie hat sich so riesig drauf gefreut, sie wollte halt unbedingt Schnitzel essen. Tut mir leid, ich habe jetzt halt den ganzen Pitcher Bierindus, deswegen kann ich jetzt nur noch geschwollen reden. Pupsi hat sich heute so gefreut auf Schnitzel auf jeden Fall. Sagt auch, sie war halt jetzt wirklich etwas enttäuscht. Er hat auch gefragt natürlich jetzt am Ende, ob alles okay war. Pupsi hat gesagt, sag lieber nix. Ich habe gesagt, doch, das ist wichtig. Feedback für die Küche ist einfach wichtig, ist so. Wir haben das auch in Krog, Schützenhof, mal gehabt. Haben auch gesagt, das war so, das war so. Hat er sich damals auch entschuldigt. Er gibt das an die Küche weiter, damit die genau Bescheid wissen, dass der Koch darauf achtet. Ist ja auch besser so, damit es die anderen Kunden nicht dann genauso haben. Haben wir jetzt auch gesagt, dass das Schnitzel ein bisschen Würze vertragen hätte. Ich war bis jetzt einmal im Schützenhof und Krog mit dir und ich fand's mega gut. Ja, das passt ja auch meistens. Heißt ja nicht, dass es hier nie schmeckt. Es kann immer mal sein, dass der Koch mal zack eine Prise zu viel Salz und dann weiß man genau, okay, beim nächsten Mal dosiere ich wieder anders. Wichtig ist Feedback, merkt euch das, wenn ihr irgendwo seid. Sagt nicht immer, passt. Sagt ruhig, wirklich offen und ehrlich, wenn euch was nicht gepasst hat. Es reißt euch keiner den Kopf ab. Der Kellner, der da steht und das aufnimmt, der hat das Essen ja eh nicht zubereitet. Er leitet es eh weiter dann an die Küche. Die Küche kriegt Feedback, die Küche hat keinen Kontakt mit euch, die weiß nicht. Passt das alles, passt das nicht, sonst was. Deswegen gebt immer Feedback ab. Das ist besser, als einfach nichts zu sagen. Er hat sich jetzt auch entschuldigt, das war nicht sein Ding. Bei Pupsi jetzt, wie gesagt, ein bisschen würziger sein können. Bei mir war es ein bisschen zu salzig auch. War aber jetzt nicht schlimm. Kann passieren. Trotzdem haben sie eine ordentliche Auswahl an Gerichten natürlich. Und es ist ja auch gut besucht, muss man sagen. Also wäre das jetzt immer komisch, da würde da glaube ich keiner essen, aber es ist ja gut besucht. Die haben einen guten Namen, das sieht auch gut aus. War auch gemütlich draußen zu sitzen. Pitcher haben mir gefallen, kenne ich nirgendwo anders her. Und sie waren auf jeden Fall auch freundlich. Freundlich und nett. Da drehen sie gerade wieder durch. Gut, das heißt, wir laufen schnell weiter. Hier ist der Sex-Shop, das gehört jetzt aber nicht mehr in den Vlog. Und deswegen würde ich sagen, war es das trotzdem von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ach so. Und dann hat er noch gefragt, sind Sie YouTuber, ne? Da ist nicht der Arsch geflattert, du. Nein, er hat sicherlich mitgekriegt, einfach, dass man da gefilmt hat. Wie so ein... Die hat bestimmt einen Cameltoe, Pupsi. Wenn schon der Arsch hinten drin hängt, dann bestimmt auch vorne. Ich sag's dir. So, wir laufen jetzt auf jeden Fall heim zum Hotel. Peace out. Vorhaut, euer Pitcher, euer Ramses. Warte mal. So sieht's gut aus, ohne dass die Sonne das Gesicht wegbrennt. Okay.